Jetzt geh weiter und stell dich nieder so. Dir passiert schon nix. Ja, mei, Lorenz, wenn's mir heute ein bisschen fürcht. Warum denn? Schnell zu laut. Burgl, du brauchst sie doch nicht fürchten. Ich bin doch bei dir. Ich versprich dir, es wird dir nix passieren. Und warum hast du dann ganz kalte Hände? Und britscheln aus sind's auch. Das kommt davon, weil. Bei was? Weil ich mir vorhin am Gletscherbach die Hände gewaschen hab. Meinst du, sie ist daheim? Ich weiß nicht. Kann ich auch mal klopfen? Bist narrisch! Man sagt doch, dass man sie nie aufscheichen darf. Und die Rücken darf man auch nicht berühren. Man verzeiht sie, dass jeder, der da reingeht, in einen schwarzen Gockel verwandelt wird. Und du glaubst sowas? Ich mein, allerweil, dir ist das auch nicht ganz geheuer, da. Okay, ich bin nur ein gestandenes Mannsbild. Hab doch keine Angst vor so einer Hex. Psst, Lorenz, das darf man doch nicht so laut sagen. Deine Mutter hat selber gesagt, man darf einer Hex nie sagen, dass sie Hex ist. Sonst wird's ganz furchtbar bäs und verzaubert die in einen Drache. Das kannst du die Hex bei meiner Mutter dann gleich sparen. Die ist schon Drache genug. Lorenz, red nicht immer so bei deiner Mutter. Sei froh, dass du überhaupt eine hast. Ich war froh, wenn ich jemals eine gehabt hätte. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich hör was. Was hörst du? Nein, war doch nichts. Falscher Alarm. Hackert das Gezirpe und Gegurre da im Wald, das macht mich noch ganz narrisch. Bei jedem glanzen Knacks am Morgen die alte Buckelwalle kommt aus ihrer Hütte geschossen und spritzt mir irgendein Teufelszeug in die Lätschen. Red nicht so daher, der kriegt gleich richtig Angst. Madel, du zitterst ja richtig. Komm her. Schau, ich glaub, sie ist ja gar nicht drin in ihrer Hütte. Sonst war sie schon längst rausgekommen. Weißt du was? Ich nehm dir jetzt ganz fest den Arm und dann geht's gleich wieder gut, hm? Ach, Lorenz, die, wenn ich nicht hätte, dann. Dann? Dann hätte ich einen anderen. Was? Das war doch bloß ein kleiner Scherz. Du weißt doch, dass du der Einzige für mich bist. Ja, das möchte ich ja gehofft haben. Und du meinst wirklich, dass sie uns mit ihrer Hexerei helfen kann? Dass wir zwei heiraten können? Wir heiraten? Wir reden doch vom Heiraten. Aber Lorenz, ich hab gemeint. Eine kleine Retourkutsche für gerade eben. Du bist ein gemeiner, hinterfotziger, widerlicher, süßer Lirber. Jetzt glaube ich, kommt wirklich weh. Ach, Boss, das hast vorher auch schon geklappt. Spinne, gib mir lieber nur ein Bussal. Der Herr sei mit euch? Ja, leck mich doch am Arsch! Und mit deinem Geiste war die richtige Antwort gewesen. Und mit deinem Geiste. Wenigstens eine hat noch einen Anstand und eine Gottesfurcht. Nee, Hochwürden, Sie kennen uns doch nicht so der Schreck. Da bleibt einem fast das Herz stehen. Und was meinst du, was bei mir stehen bleibt, wenn ihr zwei nicht Verlobte da rumpusseln sich? Aber was bei Erna dann stehen bleibt? Trotz Zölibat? Komm. Lorenz! Du hast da ganz eine freche Goschen, aber der Herr wird dir vergeben. Kommst ja aus einem Hof aus, der wo noch weiß, was Sitte und Anstand bedeutet. Stimmt. Und nicht zu vergessen die vielen und großzügigen Spenden von meinem Vater jeden Sonntag im Klingelbeutel. Und ist halt Geld, weil mir Alter noch halb so viel wertfertig meinte. Mein lieber Sohn, die katholische Kirche war noch nie bloß aufs Geld aus. Das merkst du ja.
Oh, Entschuldigung, Hochwürden, das war jetzt nicht so gemeint. Schon recht, mein Kind. Ich weiß ja, dass du nicht nur in einem anständigen, wenn auch armen Haus aufgewachsen bist, sondern auch regelmäßig in Kirche gehst. Im Gegensatz zu dem Heustadel Casanova da. Eha. Herr Oberbischofskardinalsministrant, das nehmen wir zurück, gell? Oder? Oder was? Oder ich? Oder gar nichts, Herr Pfarrer. Der Lorenz macht bloß ein kleiner Scherz. Du kannst dich doch nicht mit dem Herr Pfarrer kappeln. Hast du gar keine Gottesfurcht? Gottesfurcht? Schon. Aber keine Angst vor seinem irdischen Personal. Willst du vielleicht mit dem Klerus anlegen? Das kannst du haben. Geh her, wenn's dich traust. Du warst nicht der erste Rotzlöffel, der ein paar hinter die Ohrwaschen gekriegt hat. Komm hier! Wenn Sie glauben, ich scheiß mir in die Hosen bloß, weil Sie ein Pfarrer sind, dann haben Sie sie geschnitten. Noch ein Spinst jetzt, lass das sein. Gurke, lass mich. Das ist Männersache. Du Bürschelamo, geh her, kannst du eine saubere katholische Waschen haben. Sie. Kanzel Kasperl, Sie. Du windig-schwätschten Mandal. Standisch Prediger. Du Fenster, Don Giovanni, du. Warte, Lorenz, los aus. Und mit mir, das ist doch unser Pfarrer. Hilfe. Warum holt der keiner? Wen haben wir denn da, der sich da so dreist drauf von meiner Hütte? Den Bickelbauer Lorenz. Oder wie ich den nenne, den Busselbazi von Fensterlhausen. Oh, weil ich bitte nicht so fest zieh'n. Reiß mir doch mein Ohrwaschel aus. Und, war das ein Problem? Ja, freilich, das brauche ich doch noch. Das kann ich doch nichts mehr hören. Du hörst doch sowieso nicht auf das, was andere sagen. Und außerdem brauche ich gerade ein kleines Zaubertrankerl gegen Schwerhörigkeit. Da kann ich ein frisches Ohr von einem unbefleckten Jüngling gut brauchen. Unbefleckt? Dass ich nicht lache. Na, und wen haben wir denn da? Den Herrn Pfarrer. Oder wie ich den nenne, der Segensalberer aus Beichtstuhlbeuren. Mein Walli, lass mein Ohr aus, Filzchen! Das tut ja weh! Ja, dein Ohrwaschel ist sicher das Unbeflecktere von euch zwei. Aber mit dem Jüngling haut's halt nicht mehr so recht hin. Ich seh schon, eure Lauscher taugen nichts für meinen Zaubertrank. Mei, hast du einen Zug drauf? Das muss man da lassen. Lenz, tut's nur weh. Geh, das bisschen macht mir doch nichts aus. Verstanden, das Mannsbein kennt keinen Schmerz. Du bist ein richtiger Held. Held? Das werden wir ja gleich sehen. Komm mal her zu mir. Oder hast du Angst, du Held? Ah, ich hab da keine Angst. Schon gar nicht vor so einem alten, runzligen Weib wie dir. Ja, dann kannst du mir ja den Handteil geben. Gib's schon her, ich werd's da nicht abhacken. Ich hab halt keinen Appetit auf frische Burschenfinger. Ich will bloß ein bisschen drin lesen. In meiner Hand? Ah, da wird nicht viel drinstehen. Jetzt gibt's ihr schon. Vielleicht steht ja was über uns zwei drin. Du weißt schon wegen dem, weswegen wir eigentlich da hergekommen sind. Du meinst, da steht vielleicht drin, wie wir zwei heiraten können? Heiraten? Hab ich das da richtig verstanden? Ja, das haben sie richtig verstanden, Herr Pfarrer. Aber bitte schon, sag sechs meinem Vater oder die Leute vom Lorenz. Der Bürgermeistersohn und das Waisenkind vom Kartoffelbauer, das geht ja nicht. Vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch, vielleicht auch nicht. Vielleicht ja früh, vielleicht ja spät. Vielleicht schon heute oder erst morgen. Vielleicht bringt's Freude, vielleicht bloß Sorgen. Ja, gib schon her deine Griffe, sonst kann ich gar nichts lesen. Aha. Ja. Und? Steht was drin? Ja, dass sie sich heute noch nicht Hemd gewaschen hat. Falsch. Die hat er sich vorhin gerade im Gletscherbach gewaschen. Das stimmt. Woher weißt du das, Buckelwalli? Berufsgeheimnis. Und weiter kann ich singen. Was über unsere Zukunft? Ja, dass ihr euch morgen auch wieder das Hemd waschen werdet. Leider sind heute so viele störende Strahlungen da, weswegen ich die Zukunft nur verschwommen sehen kann. Haben Sie es gehört, Herr Pfarrer? Ja, eine katholische Strahlungen stören. Sei stark, Walli muss sich konzentrieren. Aber aus der Vergangenheit kann ich was singen. Und das ist noch gar nicht lang her, das war erst letzte Nacht. Letzte Nacht? Ah, da kann nicht viel sein, da habe ich geschlafen. Ja, das schon, aber du warst nicht allein. Was? Lorenz, ist das wahr? Geschmann, nein, du siehst ganz deutlich. Du bist nie allein, wenn du in deinem Bett stehen liegst. Das, was
Was soll denn das, Burgl? Burgl, das darfst du nicht glauben. Ich hab kein anderes Mädel außer dir. Wer redet denn von einem anderen Mädel? Sodom und Gomorra. Sag mal, spinnst du? Jetzt lass meine Hand wieder aus. Willst du leugnen, dass du jede Nacht eng umschlungen, Arm in Arm einschlafst? Ja, das ist gelungen. Mit wem denn? Hä? Mit deinem Kuscheltier. Was? Mit einem Stumpfviecher. Das ist wahr. Also sowas brauche ich mir da nicht sagen lassen. Ich geh doch nicht Arm in Arm mit meinem Lamperl ins Bett. Lamperl, nennst du das so? Meistens lieb, da mag ich dich ja gleich noch voll mehr. Jetzt lass es wieder holen, in Ruhe. Ich geh jetzt heim und wenn du mich wirklich gern hast, Burgl, dann kommst du mit. Wart doch, Lenzi, das macht doch nichts. Mädel, wart. Komm später noch mal vorbei, wenn ich wieder allein bin. Dann kann ich euch schon helfen. Ich und allein zu dir in den Wald. Ich weiß nicht. Wird dein Schaden nicht sein, Kind. Vertrau mir. Also gut, du wirst mich schon nicht fressen. Ich friss keine anständigen Mädel. Nur Pfarrer. Hä? Wenn er nicht zach ist. Jetzt rennt deinem Lorenz schon nach. Für Gott, Herr Pfarrer, und gelobt Herr Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Und ein schöner Gruß an sein Lamperl. Mei, Walli, Walli. Was hast du da wieder gemacht? Hexerei. Ach, es gibt keine Hexerei nicht. War die Kirche aber lang anderer Meinung. Wir sind aber nimmer im Mittelalter. Ja, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Was willst du überhaupt bei mir im Wald? Bist du schon seit Jahren nicht mehr da gewesen? Das muss ja was ganz, was wichtig sein, wenn du dich zu mir hertraust. Du brauchst da kleines Zaubertrank, gell? Gegen Hämorrhoiden. Woher weißt du das von meinen Beschwerden? Ja, diesmal war es bloß geraten. Aber wenn einer so verkniffen ist wie du, dann kann er bloß was am Hintern haben. Walli! Jetzt gestell dich nicht so. Oder am Fahrer keinen Hintern. Ich bin wegen was ganz anderem da. Dann red. Gefällt dir eigentlich deine alte Hütte noch? Was ist denn das für eine Frage? Ja, ich meine halt, dass die Behausung eher einer Bruchbude gleichschaut. Und ein bisschen Chlor ist doch sicher auch, oder? Seit wann interessierst du dich für mein Häusl? Magst du mit einziehen? Wird halt ein bisschen eng. Schmarrn! Dass wir zwei zufällig miteinander im Waisenhaus aufgewachsen sind, das klingt schon. Aber ich finde halt, du hast was Besseres verdient. Musst du mir eine neue Hütte bauen auf Kosten von der Kirche? Na, baut was schon. Welches Haus in deiner Gemeinde steht denn gerade leer? Ja, es ist ja nicht direkt in der Gemeinde. Weißt, das liegt so traumhaft schön. So was haben wir ja gar nicht da. Wo war denn das Traumhaus? Nicht weit weg. Bloß halt drin. In die Berg. Aha. Das ist also gar kein Haken. Das ist eine ausgewachsene Harpuna. Magst du die Berg nicht? Ganz im Gegenteil. Aber darum geht's nicht. Ich wäre nämlich das blöde Gefühl nicht los, dass dir einzig und allein darum geht, dass du mich loswärst, hab ich recht. Wundert's dich vielleicht? Du bist halt einmal die Dorfhex und jagst die Leute Angst ein. Und dass ich als Pfarrer nicht viel halt von deinen unchristlichen Rumspuckereien, das ist ja kein Geheimnis nicht. Du, wir kennen uns von klar auf und haben als Kinder viel gestritten. Wir sind halt grundverschieden. Deswegen war es besser, dass du das endlich eisigst und weggehst von da. Erstens haben wir nicht gestritten als Kinder. Du hast einfach nur blärt, wenn ich dich im Schwitzkasten gehabt hab. Und zweitens ist das doch nichts Neues, was du mir da predigst. Ich hab dir versprochen, dass ich mich aus dem Dorfleben raushalt. Und das tue ich auch. Was kann ich dafür, wenn die Leute zu mir in den Wald kommen und mich im Rad fragen? Es spricht sich halt rum, dass ich manchmal mehr für sie da kann, als wie der Bader oder du mit deiner Rumbeterei. Also, wann bist du ausgerechnet heute zu mir gekommen, um mich davon zu jagen? Ja, ich hoffe, du kommst zur Einsicht und verschwindest. Aber das hätte man denken können, dass du wieder stur bleibst. Wieso? Ich hab da noch gar nicht gesagt, ob ich auf dein Angebot eingehe. Heißt das, du überlegst es dir noch? Für dich gern. Ich überleg's mir. Dank der Walli, dann hab ich dir ja Unrecht. Du, das tut mir wirklich leid. Ja, dann mach ich mich mal wieder auf den Weg, gell? Du, Johannes? Ja, Walli? Ich bin fertig mit dem Überlegen. Ja? Ich bleib da. Zerfix! Nicht Flurer hochwürden, sonst kommt der Teufel und holt den in die Hölle. Oder gibt's einen Teufel auch nicht? Das hätte ich mir denken können.
Du bist und bleibst eine Hexe. Ich hab gemeint, es gibt keine Hexen. Dominik Spuckewalli, ich bin's bloß, der Kartoffelbauer. Der Kilian. Oder wie ich den nenne, der weiß nichts vom Kartoffelacker. Grüß dich, Buckelwalli. Ich hoffe, ich störe dich nicht bei irgendwelchen Hexereien. Nein, du störst mich bei gar nichts. Geh noch her zu mir, ich beiß nicht. Ich weiß, ich kenn dich auch schon lang nur. Ich bin bloß ein bisschen vorsichtig. Was ist denn das für greisliche Brühe? Du musst das wer saufen. Der alte Moser. Ja, pfui, Teufel. Ah, das riecht ja wie ein verfaulter Ratz. Ratz ist keiner drin, da hätte es eine andere Wirkung. Da war es ein Mittel gegen Schweißfirs. Hast du Schweißfirs? Ich? Nicht einmal das habe ich. Was führt dich her zu mir? Bist krank, hast du Leiden? Krank bin ich nicht, aber ein Leiden habe ich schon. Walli, du musst mir helfen, du bist meine einzige Hoffnung. Du und deine Hexerei, das ist das Einzige, was mir noch helfen kann. Dann setzen wir uns jetzt mal da rüber und du verzeihst mir deinen Kummer. Ach, Walli. Ich brauche ein Wunder. Heuer schaut's ganz schlecht aus mit der Kartoffelernten. Ja, das Frühjahr war zu trocken, der Sommer war zu nass. Meine Kartoffeln schauen eher aus als wie kleine runzlige Schüsse. Es ist eine Katastrophe. Und ausgerechnet in dem Jahr. Warum gerade in dem Jahr? Ist was Besonderes? Ja, die Burgel, meine Tochter, die wird heuer noch volljährig. Ja. Und auf dem Sparbüchel, das ich für sie angelegt hab, wie ich es als kleines Wutzahl von meiner Haustür gefunden hab, ist praktisch nichts drauf. Und wenn ich es jetzt so sieg, fast erwachsen, bui, zauber und anständig, denke mir oft, schade, dass es nicht meine eigene Tochter ist. Aber du bist doch wie ein richtiger Vater zu ihr. Das stimmt. Sie ist auch das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und gerade weil sie so wunderbar ist, muss ich das Geld zusammenbringen. Aber es schaut schlecht aus mit der Ernten. Ja, und Stein ist auch schon längst fällig. Walli, du musst was zaubern. Kilian, das ist nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Zauber gibt. Du musst es aber schaffen. Du bist meine einzige Hoffnung. Wenn du das nicht hinbringst, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Verzweifel nicht, Kartoffelbauer, mir wird schon was einfallen. Warum kannst jetzt du bloß nicht richtig blöd sein? Wie meinst du jetzt das? Die dümmsten Bauern. Haben die größten Sorgen, ich weiß schon. Du bist nicht dumm. Du bist ein guter und rechter Kerl. Ich werde dir schon irgendwie helfen können. Großes Hixel-Haxel-Hexen-Ehrenwort. Ich danke dir recht schön, Walli. Wenn du jetzt richtig hexst, nachher wird alles wieder gut. Ja, beruhig dich nur. Ich hol dir jetzt einen Kräuterschnaps, der ist gut für die Nerven. Und ich kann auch einen brauchen. Wenn's was helfen tat, dann saufen die sogar das grässliche Zeigel da zusammen. So, Buckelwalli, jetzt bin ich wieder da. Ja, Burgl, was machst denn du da? Vater, was machst denn du da? Ich hab zuerst gefragt. Ich brauchst einen Zauber gegen Stoten. Nein, ich hab mich bloß verlaufen, Vater. Ich hab gemeint, der Weg durch den Wald ist vielleicht eine Abkürzung. Eine Abkürzung? Seit wann ist denn der Weg an den Hexenhütten vorbei gekürzt? Hexenhütten? Was für Hexenhütten? Ach so, ist das da die Hütten von der Buckelwalli? Schau, das habe ich gar nicht gewusst. Was man nicht alles so interessant findet, wenn man mal einen anderen Weg geht. Mein Madel, wenn du gerade ein bisschen besser lernen kannst. Ich lerne nicht, ich bin. Ach was, du hast mich erwischt. Genau, und jetzt sagst du deinem Vater die Wahrheit. Die Wahrheit? Die ganze Wahrheit. Auch wenn ich es mir schon denken kann. Du weißt, warum ich da bin? Natürlich. Kind ja gut genug. Schau, Madel, ich weiß doch, dass du dir genauso viel Sorgen um unsere Ernten machst als wie ich. Ja, genau, die Ernte. Ach, Vater, jetzt hast du mich mal wieder völlig durchschaut. Ich kann einfach nichts vor dir verheimlichen. Ich bin ja ein schlauer Vater. Auf alle Fälle bist du der beste Papa auf der ganzen Welt. Da wird mein Schnaps wohl nicht mehr benötigt, wenn man so liebe Busserl kriegt. Wer ist denn das junge Madel? Das ist die Burgel, meine Tochter. Ja, komm, gib der Walli die Hand. Ja, sie tut da schon nichts. Geh zu. Ich denk da nichts, Dirndl. Ich versteh schon, wenn man alten Hexen mir nicht gern die Hand gibt.
Besonders, wenn man ihr noch nie vorher begegnet ist, gell? Ja, richtig. Wir sind uns ja noch nie vorher begegnet. Wir auch. Sie ist ja so schüchtern und brav und sie hilft mir recht viel daheim. Und macht mir sonst nur eine Freude. Sie hat auch keine Geschichten mit so irgendwelchen Bazi-Burschen. Und ist immer ehrlich. Ein Wundermädel ist direkt. Hey, jetzt aufpattern, lass uns jetzt schön heimgehen. Was, ihr wollt schon gehen? Und was ist mit dem Kartoffelzauber? Ja, kannst du den heute schon machen? Nein, natürlich nicht, aber anfangen müssen die schon. Und wenn ich mir's recht überlege, dann brauche ich die zwar nicht, aber die Anwesenheit von deinem Mädel war schon sehr hilfreich. Was sag ich, die ist sogar zwingend notwendig. Wie das? Ich glaube nicht, dass ich dir das erklären muss. Also jetzt verschwind. Und in einer halben Stunde kommt die Burgel dann nach. Ja, Mädel, kann ich dir allein lassen? Hast du keine Angst? Geh ruhig. Ein bisschen fürchten tue ich mich schon. Aber wenn's dir unter irgendwas hilft, dann bring ich gern das Opfer. Also gut, nachher mache ich mich wieder auf den Weg. Für die Gott, Bugelweile. Und schon mal vergeiz gar für deine Hilfe. Mädel, kommst nachher gleich heim, gell? Du kannst ja lernen, ohne rot zu werden. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß auch nicht, woher ich das hab. Muss wohl von meinen richtigen Eltern sein. Wer sein Kind aussetzt, ist sicher ein Meister im Lernen. Wer weiß das schon? Und außerdem, ab und zu ein kleiner Schwindel hat noch keinem geschaut. Flunkern ist auch eine Sünde. Morgen geh ich gleich zum Pfarrer zum Beichten. Ja, da bist du an der richtigen Stelle, wenn es ums Schwindeln geht. So, was willst du jetzt von mir? Ah ja, du willst den Bichelbauer Lorenz heiraten, stimmt's? Er ist so ein lieber, netter, schneidiger, gescheiter, kräftiger, ehrlicher. Ich höre nur gerade auf, sonst verschauge ich mich ja noch in den Burschen. Aber für seine Leid bin ich zu arm und für meinen Vater sind die Bürgermeisters Leid zu Großkopf hat. Und der Lorenz hat ja auch gerade nicht den besten Ruf, was Madel angeht. Aber das ist alles vorbei. Das hat er mir bei aller Heiligen geschworen. Dann ist sicherlich richtig, wenn er das schon geschworen hat. So, und jetzt setz dich mal daher und streck mal deinen linken Fuß her. Den linken Fuß? Was hat er mit dem Heiraten zu tun? Frag nicht lang, lass das Mais auch sein. Her damit. Aber die sind jetzt nicht gewaschen. Mach dir keine Gedanken. Wer den Hintern vom alten Moser kennt, den haut nichts mehr um. So, jetzt schauen wir einmal. Bist du noch Jungfrau? Freilich bin ich noch Jungfrau. Was für eine Frage. Gut. Dann muss ich dir jetzt ein bisschen von deinen Zehennägeln abschneiden. Sind eh schon zu lang. So, wer sagt's denn? Schon wieder was drin. Und jetzt? Schmiere da noch eine Hexensalbe drauf. Darfst nicht erschrecken. Werd ein bisschen kalt. Ah! Und jetzt der Zauberspruch. Jungfernfuß und Engelshaar, Amors Pfeil und Hopsasa, schmeißt herab die Hochzeitsgrenz auf die Burge und den Lorenz. Der war schon mal besser dicht. Ja, wurscht, Hauptsache es hilft. War das jetzt alles? Haben wir schon fertig? Fast. Du darfst jetzt den Fuß 3 Tage lang nur mit dem Wasser aus einer Quelle waschen, die auf eurem Grund entspringt. Ich hoffe, ihr habt's eine. Bloß die Quellen mit dem kreiseligen Wasser. Die Bitterquelle? Die entspringt doch bei uns gleich hinterm Haus. Aber das Wasser konzentrier, so kreislich schmeckt es. Und stinger tut's nach Pest und Schwefel. Du sollst das auch nicht trinken, du sollst deine Füße drin waschen. 3 Tage lang, verstanden? Ja, wenn's sein muss. Wann wirkt denn der Hochzeitszauber? Ja, das dauert natürlich ein bisschen. Außerdem müssen wir das Ganze jetzt 1 Jahr lang jeden Monat nachts bei Vollmond wiederholen, sonst hilft's nicht. Was ist, dass ich jetzt 1 Jahr lang zu dir muss? Bis dahin bin ich ja alte Jungfer und der Lorenz sucht sie ja andere. Geht das nicht schneller? Nein. Es sei denn... Ja? Es sei denn, es gab einen ganz einen wichtigen Grund. Dann kannte die Angelegenheit beim Hexensabbat in der Walpurgisnacht der Oberhex vortragen. Aber wie gesagt, dazu braucht es einen ganz einen triftigen Grund. Und wenn's der Lorenz ernst mit dir meint, dann hält er das schon aus. Und wenn nicht? Dann hilft auch kein Zauber nix. Na gut, wenn's meinst. Was kostet denn das Ganze? Für die gar nix. Du bist am Kartoffelbauer sein Findelkind. Da hat man einen Zauber frei. Aber... Du kanntest mir dafür einen Gefallen da.
Gern, was denn? Ich bräuchte ein paar Neuigkeiten aus dem Dorf. Und du weißt, dass keiner gern mit mir redet. Was willst du denn wissen? Ich hab einen Traum gehabt und da ist mir so ein kleiner, rothaariger Kobold erschienen. Und der hat mir erzählt, dass euer Pfarrer irgendwelche Pläne hat. Weißt du da mehr? Na, mir fällt da nix. Halt, da gibt's doch was. Aber ich weiß nicht, ob das so eine Neuigkeit ist. Was denn? Der Bürgermeister hat die Idee gehabt, dass man aus unserem Dorf, damit mehrere Leute zu uns herpilgern, einen Wallfahrtsort machen kann. Das war gut für den Fremdenverkehr, hat er gesagt. Ein Wallfahrtsort? Da braucht man dazu nicht irgendein Wunder- oder Heiligenerscheinung. Ja, das hat der Pfarrer auch gesagt. Und deswegen ließ der Hochwürden jetzt alle Chroniken und Bücher, um einen Hinweis auf ein kirchliches Ereignis zu finden, das man dafür hernehmen kann. Allerdings hat er auch gesagt, dass... Was? Dass zu einem Wallfahrtsort Chor... Chor Hex im Wald passt. Stimmt's? Ja, stimmt. Aber bei der Bürgerversammlung hat der Pfarrer gemeint, er darf sich das Problem selber annehmen. Des Problems? Bin ich jetzt bloß noch ein Problem? Ja, das ist ja wohl das Letzte. Früher haben sie die Leute noch gefochten vor mir. Und jetzt bin ich bloß noch ein Problem. Danke, Rechtwurgel. Du musst jetzt gehen, ich hab noch was zum Tor. Und wie schaut das jetzt aus mit der Kartoffelernten? Ach so, das muss ich auch noch machen. Ja. Sag mal, habt ihr die Bitterquelle schon mal amtlich untersuchen lassen? Na, wieso? Ja, nur so. Wart! Wenn ihr frisches Quellwasser braucht, könnt ihr jederzeit kommen und uns holen. Du bist ja kein Hex, sondern ein Engel. Na, hätte die Flügel und bräuchte keinen Besen zum Fliegen. Also jetzt verschwind endlich. Schau dir den Pfarrer Bazi an. Ja, Philippus, bist wieder da. Hast du das gehört? Der will uns da wegkommen. Aber nicht mit der Buckelwalli. Wir bleiben da. Und wenn er noch so viel Wunder im Dorf findet. Und wem darf das auch schon helfen? Bloß der Gemeindekasse und Bürgermeister Bichelbauer mit seiner Dorfwirtschaft. Wenn einer Geld braucht, dann der Kilian und die Burgel. Walli, Walli, du denkst schon wieder was ganz Verrecktes. Ein Wunder braucht's. Philippus, ich bin ein Hex. Ich sag's dir. Also glaubst du das nicht? Das ist ja nicht zum Erwarten, seid ihr endlich auch schon da. Mei, Bittelbäuerin, muss schon entschuldigen, aber die Karin, die macht sich ja fast in die Hosen vor lauter Angst. Ich muss gar nichts entschuldigen. Und die Karin soll sie nicht so haben. Die Kopfschmerzen hat mir die Buckelwalli auch weggezaubert. Na? Und jetzt hol ich das Trankerl ab, dass sie gegen die Hämorrhoden. Also gegen die Schüsse am Hintern von meinem Schwiegervater braut hat. Ja? Und das hilft gewiss auch. Also, da muss ich der Moserin recht geben. Bis jetzt hat er jedes Mittel funktioniert, was mir Buckelwalli gegeben hat. Hast du auch schon was hexen lassen, hä? Ja, mei. Als Säum gegen Falten zum Beispiel. Okay. Ja? Aber hergenommen hast du die noch nicht. Ihr seid vielleicht so blöde Weiber, glaubst du das? Ist ja gut. Ich weiß doch auch, dass die Hexerei was hilft. Sonst war ich ja gar nicht da. Weiß der Bürgermeister, dass du da hergehst? He? Ja, bist du marisch. Und der darf auch nie nichts erfahren und der Pfarrer auch nicht. Und wenn eine von euch Weibers Mai aufmacht, dann aber. Nein. Kein Sterbenswörterl wird verloren. Mein Alter, der darf mich gescheit zusammenschimpfen, wenn der erfahren hat, dass ich da hergegangen bin, wegen meiner Verstopfung. Ja, aber
Wo ist denn die Hex jetzt? Du, ich habe eine Idee. Wenn Buckelwalli gerade nicht da ist, dann lasst uns doch einmal reinschauen. Ha, was meinst du? Ja. Da einige? Ja. Na, gar mir. Keine 10 Rosbringer mit da rein. Jetzt sei doch nicht so feig. Das ist doch eine gute Idee von der Moserin. Also gut, wenn du dich nicht traust, dann bleibst du draußen und wartest und passt auf, ob sie zurückkommt. Ja, ist eine gute Idee. Karin, du gibst Obacht und wir zwei schauen uns drin ein bisschen um. Jetzt geh weiter, Kim. Na, Nieder, Nieder, das kannst du nicht machen. Ich mach mir ja in die Hosen. Ja, dann war das Problem mit deiner Verstopfung auch schon gelöst. Ja. Also du bleibst draußen und wartest. Ja. Jetzt habt ihr nicht so. Und wenn sie was riert, dreimal pfeifen, verstanden? Dreimal pfeifen, mhm. Jawohl. Auf geht's, Moserin, ja, hinein ins genau. Vergnügen. Du gehst zuerst rein. Wieso ich? Weil ich die Bürgermeisterin bin und du bist leichter ersetzbar. Was meinst du? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Mei, wenn das bloß gut geht. Die sind gut. Lass mich dich doch ganz allein in dem Hexenwald. Mein Gott, na, ist das kreislich. Wo bleibst denn? Was ist? Braucht es noch lang? Jetzt blär doch nicht so, wir kommen doch gleich. Ja, aber schickt's euch. Mein Alter, wenn das erfahrt, dann bin ich geliefert. Oh, da raschelt's. Das ist bestimmt die Hex. Die kommt jetzt und verwandelt mich in eine Maus. Dann kommt ihr Kora und frisst mich zusammen. Naja, ich kann ja gar nicht an meinen Pfeifer. Du bist doch die Karin aus dem Dorf. Was willst du denn bei mir? Ich bin die Buckelwalli. Hast du die Sprache verschlagen? Ja, das werden wir gleich haben. Uah! Seltsam. Die war da noch nie bei mir. Komische Leute gibt's schon. Ah, da stinkt's ja herin, wie wenn der Teufel persönlich zu Besuch war. Oder die Bürgermeisterin. Moserin! Gott sei Dank, ich hab schon gemeint, die Buckelwalli! Wow! Was ist das? Woher weißt denn du das überhaupt? Erstens bin ich Hex und weiß alles. Und zweitens gibt's noch eine Bürgermeisterin, die so ein penetrantes Fliedscherl, was so als Parfüm hat. Darf ich aufpassen, gell? Das ist mein Eau de Toilette. Riechen tut's wie Eau de Closet. Also, was habt ihr in meiner Hütte verloren? Ja, wir haben gemeint, du bist vielleicht drin und hörst uns nicht. Und da wollten wir nachschauen, wo du bleibst. Schlechtlung. Vielleicht liegt die Bürgermeisterin besser. Ich brauch nicht lernen. Neugierig war mir. Wollt nicht wissen, wie es bei der Hex drin ausschaut. Und wenn du nicht willst, dass man neugiert, dann musst du halt zusperren. Ja, das war wenigstens ehrlich. Ist das dein Besen? Nein, mein Zahnbürstel. Ein richtiger Hexenbesen?
kann man da mit fliehen, ha? Sicher kann der fliehen. Ja. Also, jetzt raus mit der Sprache. Was wollt ihr bei mir? Ja, ich wollte das Trankerl für meinen Schwiegervater abholen gegen die Hemo. Die Schuss am Hintern. Ja, genau. Hast du schon fertig? Ha? Sicher, seit gestern, wie ausgemacht. Ja. Und die Salben, die ihr sie noch dazu draufschmieren soll, ist auch schon fertig. Ja. Gut, und ich hab da schau, ich hab dann Kass und das Brot mitgebracht, so wie du gewollt hast. Gell? Gutes Moserin, leg's noch gleich auf den Tisch in der Stube, ausnahmsweise. Ja. Da liegt da die Salben und das Trankerl. Mhm. Und du, Bürgermeisterin, was willst du heute von mir? Nicht viel. Bin bloß mit der Moserin mitgegangen. Und außerdem wollte ich mich bei dir bedanken. Weil wir hast denn das wieder gezaubert, he? Mein Bruder, der Lorenz, hat gestern Nacht zum allerersten Mal ohne sein, also weißt schon, schlafen. Wie hast du denn das wieder gemacht? Das war ein ganz schwieriger Zauber. Da müsste ich eigentlich noch was von dir verlangen. Das soll der Schaden nicht sein, ich bring dir gern wieder was vorbei. Wie war's denn mit einem frisch geschlachten Ganserl? Ganz war mir recht. Aber was ist mit der Gans? Du bist der blöde Gans. Also muss auch ein Kumpel, packen wir's wieder. Für die Buggelwalli und nichts für ungut, dass wir einfach in der Hütte rein sind. Ja, schon recht. Aber bevor ich verschwinde, hätte ich noch was, Bürgermeisterin. Was ist, Walli? Red? Ich hab letzte Nacht einen Traum gehabt und da hab ich gesehen, wie er Liebs und Sitzams Madel Hochzeit gefeiert hat. Ja, was geht das mir? Ja, wahrscheinlich war der Bräutigam dein Bub, gell? Halt doch, du, dein Goschen, du den depperten Besen weg. Na ja, das stimmt schon. Dein Bub war der Hochzeiter. Das ist ja ganz was Neues. Mein Bub und heiraten. Ja, alt genug ist er. Na, war die Zeit als Dorfhaludri endlich auch vorbei. Und wer ist nachher die Braut? Das ist ja das Wunderbare an der Geschichte. Die Burgel, die Tochter vom Kilian. Was? Ha! Das bangert Fiddelkind von den Kartoffelbauern. Nein, Wally, sei mir nicht besser, aber das war eher ein Albtraum. Und der wird sie bestimmt nicht erfüllen. Weil, bevor mein Bub das arme Hausdirndl da heiratet, da, schmiere dem gestinkerten alten Moser noch sein Hinternsalm eigenhändig ein. Pfiat dich nachher. Also, wie redst du über meine Schwiegervater? Du weißt, mein Bub, mein Bub, das dein, hör doch du mal auf. Nein, Sach, hör zum Sach, ganz einfach. Hör doch du mal auf. Auwe, das schaut schlecht aus. Da muss das Wunder, das ich vorhabe, aber gut werden. Halt, Buckelwalli, wart. Ich bin's, der Lorenz. Ah, der Dorf-Casanova. Deine Mutter ist gerade im Moment gegangen, der müsste jetzt eigentlich noch in die Hände gelaufen sein. Fast. Ich hab mich gerade noch verstecken können. Gar nicht gewusst, dass sie zu dir hergeht. Ja, ab und zu kommt's vorbei, aber ich glaub, sie wollen nicht, dass das alle erfahren. Ist halt so. Alle kommen zu mir und keiner gibt's zu. Und was willst du von mir? Fragen wollte ich dich was. Es geht um die Burgel. Ich hab gestern schon gespannt, dass du mich für einen rechten Bazi hältst, aber ich hab mich geändert. Weißt du, ich mag das Tirndl so narrisch gern und es ist mein größter Wunsch, dass ich sie heiraten kann. Mir ist das wirklich ernst, Walli. Wenn ich was hab, dann ein gutes Gespür. Und ich seh da auch, dass du ehrlich meinst, was du gerade sagst. Und das ist gewiss auch so. Weißt du, und deswegen wollte ich fragen, ob wir nicht irgendwas machen können, dass wir den Hochzeitszauber ein bisschen beschleunigen? Wenn du mir vielleicht meinen rechten Fuß mit irgendwas gestingertem einschmierst und ich darf mir dann auch jeden Tag meine Füße waschen. Ja, tut mir leid, Lorenz, aber das hilft leider nichts. Die ganze Wascherei hat keinen Zweck. Ja. Und wenn ich irgendwas sauf oder mir 6 Wochen Tarn nicht mehr kann? Das nutzt auch nichts. Boah, ich würde euch wirklich gern helfen, aber ich kann nicht. Was heißt, du kannst nicht? Du bist doch eine Hex. Und wenn bei der Burgel was nutzt, dann will ich auch was tun. Muss doch irgendwas geben, was ich machen kann. Mein Lorenz, schau mich nicht so um mit deinen Dackel an, da bricht mir gleich das Herz. Wenn ich hexen kann, dann tat ich das schon. Was? Wenn ich hexen kann? Ja. So, das heißt, du kannst gar nicht hexen? Ich, ja, was? Walli, schau mir in die Augen und sag mir die Wahrheit. Kannst du zaubern? Lorenz, lass mal meine Ruhe. Oder ich verwandle dich in einen Laubfrosch. Nein, kein Wort, glaub ich dir. Mach's doch. Ich hab keine Angst. Reiz mich nicht, sonst bist du verloren. Warst nicht der erste Prinz, der sich in einen Frosch verwandelt. Ja, tu nur zu, dann quack ich dir Nächte lang die Ohren voll, dass du keine Augen nicht mehr zumachst. Ich hab dich gewarnt. Verschwind oder ich mach ernst. Gut, dann geht's los.
Adlerauge und Krähenfeder. Du musst immer noch nicht verschwinden. Na, ich bleib. Adlerauge und Krähenfeder. Ja, das hast du schon mal gesagt. Unterbrich mich nicht. Adlerauge und Krähenfeder. Biberblut und Rattenleber. Fliegenpilz und Eiterwein. Du musst immer noch nicht gehen. Ich wollte es jetzt bis zum Schluss sehen. Dann kehrst der Katz. Fliegenpilz und Eiterwein. So sollst du ein Fröschel sein. Muss ich jetzt quaken? Nein, musst nicht. Jetzt ist alles vorbei. Ich bin erledigt. Walli, das war jetzt ein beeindruckendes Spektakel. Das muss man da lassen. Kein Wunder, dass die Leute glauben, du kannst wirklich hexen. Aber ich hab's mir ja gleich gedacht. Jetzt ist aus. Du bist schuld, wenn ich jetzt verschwinden muss. Wenn das rauskommt, bringen mich alle um. Ist das nicht der Irrsinn, dass ich jetzt flüchten muss, weil ich nicht hexen kann? Wer sagt denn, dass du weglaufen musst? Da fragst du noch. Du hast doch die Leute immer noch geholfen mit deinen Rumhexereien. Warum sollst du jetzt auf einmal nicht mehr dankbar sein dafür? Ja, weil die Leute so sind, die wollen die Wahrheit nicht sehen. Sie haben an meinen Hokuspokus geglaubt und dann sie betrogen fühlen. Dann sollen sie es auch nicht erfahren. Wenigstens nicht von mir. Ist das dein Ernst? Weil du bist wirklich ein anständiger Bub. Ich sag's ja, die Burgl hat ein gutes Gespür. Aber wenn du gar nicht hexen kannst, dann bringt dir die ganze Fuhrseischmiererei von der Burgl auch nichts. Mit dem Heiraten schaut's noch genauso ausweglos aus wie vorher. Nicht ganz. Ich hab da nämlich so eine Idee, wie man deine Eltern vielleicht umstimmen kann. Was für eine Idee? Das sorge dir jetzt. Geh mit, dazu müssen wir ein Stückerl gehen. Walli, das mit meinem Lamperl, das hat dir meine Mama erzählt, gell? Wer denn sonst? Und du glaubst, das nützt was, wenn man mit der da redet? Das ist unsere einzige Möglichkeit, Bürgermeister. Ich hab gestern mit ihr geredet. Ja. Aber das hab ich dir schon gesagt. Ja, was ist jetzt? Hm? Na, geh halt rein in die Hütten und schau, ob's drin ist. Walli, bist du da? Sie scheint gerade nicht daheim zu sein. Ich hab ja nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hab noch eine Gemeinderatssitzung, mein Wirtshaus ist krammelt voll. Ein bisschen mehr Einsatz hätte ich schon von dir erwartet. Schließlich ist es auch in deinem Interesse, dass wir ein Wallfahrtsort wären. Und es war auch nicht schlecht für dein Wirtshaus, oder? Buckelwalli, tu mir nix, ich bin's bloß der Kartoffelbauer. Der hat uns gerade noch gefällt. Kartoffelbauer, kannst du hergehen? Sind bloß wir da. Der Bürgermeister und der Pfarrer. Grüß Gott beieinander. Grüß dich. Was treibt denn die zu der alten Hex? Hä? Mich? Nichts Besonderes. Und euch? Ja, hat Walli was angestellt, weil die Vertreter von Glaube und Gesetz für ihre Hütten warten. Seit wann darf denn ein armen Bauer auch schon sowas fragen? Hä? Jetzt reiß dich zusammen, Michelbauer. Wir hätten mit der Walli was zum Bereden. Wir sind gewiss nicht wegen ihrer angeblichen Fähigkeiten da. Hätte mich auch gewundert. Na ja, ich find's trotzdem ganz gut, dass du da bist. Ich hätte nämlich schon was mit dir zum Reden. Wüsst nicht, was ein so angesehener Großbauer mit einem mittellosen Gemüsebauern zu reden hat. Der Großbauer nix. Aber der Bürgermeister schon. Es geht um die Gemeindesteuern, die du noch zahlen musst. Seit 3 Monaten bist du im Verzug. Ich hab einen Haufen Geduld und ich bin auch kein Unmensch. Aber jetzt wird's langsam Zeit, dass du einmal ein Geld drüber wachst, hast du mich? Wenn meine Kartoffeln richtig wachsen, nachher wächst auch zu dir die Steuer rüber. Ah. Aber es schaut schlecht aus zur Zeit. Ja, die Leute haben Ansprich. Die wollen bloß noch Riesenkartoffeln. Die Gemeinde braucht dir Geld, also wenn du zahlst. Michelbauer, komm, sei gnädig. Der Kilian ist ja recht am Mann, der weiß schon zahlen, wenn es ihm wieder besser geht. Also gut. Ich gebe ihm noch eine Woche, aber dann ist das Geld fertig. Hast mich? Was? Bloß eine Woche? Ja, was soll ich denn das ganze Geld hernehmen? Das ist dein Problem und nicht das meine. Bringst du was, sonst wirst du mir dich pfänden. Dann kannst du gleich mein ganzes Hab und Gut samt den Grund haben, weil mehr ist bei mir eh nicht zum Holen. Kannst du nicht machen, wo soll er denn hin? Der weiß das lang nur, das ist der Gemeinderatsbeschluss und damit passt er.
So, und jetzt wird mir die Warterei zu blöd, ich geh. Wenn's an meiner Anwesenheit liegt, nachher brauchst du nicht gehen. Ja. Die verschwindet schon wieder. Ich hab jetzt genug, worüber ich nachdenken kann. Für Gott beieinander. Für die Kilian. Und du bleibst jetzt da! Ich renn doch nicht fünfmal daher! Und außerdem sollten wir mal über deinen Umgang mit anderen Leuten reden. Was denn für andere Leute? Ja, an Kilian zum Beispiel. Ja, ist das ein Leid? Du kannst doch nicht so herzlos sein und ihm seinen Grundweg nehmen, bloß weil er gar nicht zahlen kann. Steuern, sind Steuern. Und die sind nasser Kartoffel angegeben, ich hab gar nicht so. Das sind Verpflichtungen, denen muss jeder nachkommen. So, und jetzt verschwindet die. Du verschwindest jetzt nirgendwo hin. Gut, gut. Dann biesel ich dir jetzt vor die Füße, oder was? Hm? Ach so, hast du das gemeint. Darf ich jetzt hoch werden oder brauche ich deine kirchlichen Segen? Sehr witzig. Ja. Wart, ich komm mit. Ach. Mich drückt mein Pfarrers bloß auch schon. Ja, aber pritschen mir nicht vor die Füße. Walli, das ist ein richtig guter Plan. Und du meinst, dass das alles so funktioniert? Wir sehen, das klappt. Und wann soll das Ganze stattfinden? Je früher, desto besser. Gut, dass wir gerade noch den Kartoffelbauer getroffen haben und dass der uns erzählt hat, dass er vielleicht schon nächste Woche Haus und Hof verliert. Wo sind jetzt die zwei Witzfiguren, die angeblich von meiner Hütte auf mich warten? Ah, ich sag das. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er jetzt blöd geworden und sie sind wieder gegangen. Ja. Ist mir auch recht, dann muss ich mich nicht mit deinem sturen Vater rumscheren. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich an unseren Plan denke. Ja, aber wir brauchen unbedingt noch jemanden, der uns hilft. Zu zweit ist das nicht zum Schaffen. Ja, da hast du recht. Ich muss schauen, dass die zwei größten Drahtschweiber im Dorf, die Moserin und die Kauerin, um Mitternacht zur Quelle vom Kilian kommen. Wenn die das gesehen haben, wissen sie am nächsten Tag alle. So, jetzt komm schnell mit rein, dann kann ich dir den ganzen Krempel schon mal zeigen. Na, was ist jetzt? Bist du jetzt fertig? Das ist ja der reine Wahnsinn. Ich hab schon gemeint, du läufst aus. Dann kann man dir ja so wie Wasser lassen. Das muss der Tee sein, den man Köchin gekocht hat. Die Niagara-Fälle sind ein Trick dagegen. Schon recht. Ich hab schon gemeint, ich schwemm's weg. Jetzt lass gut sein. Um ein Haar hätte ich Katastrophenalarm ausgegeben wegen Hochwassergefahr. Wenn du nicht gleich stark bist. Jetzt gibt's neben dem Schwarzen Meer und dem Roten Meer auch noch ein Gelbes Meer. Erlaube ich gesagt! Ist ja gut. Du, Pfarrer, möchte ich doch zur Feuerwehr gehen. Ja, wen haben wir denn da? Den Herrn Pfarrer und den Bürgermeister Bichelbauer. Oder wie ich den nenne, der Großkopfer, der ist geschwollen lausen. Was war denn so spaßig? Gar nichts. Hast du jetzt eine Verstärkung geholt? Ich meine halt, dass der Bürgermeister dir besser erklären kann, warum das für dich von Vorteil war, wenn du von da weggehst. So, so. Und was sind das für Vorteile? Schau, Walli. Bei uns da glaubt doch niemand mehr so richtig an deine Hexerei. Ne? Bei uns sind alles aufgeschlossene, moderne Menschen. Ne? Sei doch einmal ehrlich. Wann war das letzte Mal jemand bei dir und hat dir mal so richtig um Rat gefragt? Weißt du nicht, Scheider, du gingst wohin, da wo die Leute vielleicht noch mehr so an diesen Unsinn glauben? Hm? Vielleicht ins Gebirg, ne? Da sind die noch nicht so weit wie bei uns da. Das mag vielleicht an der Höhenluft liegen, ne? Ja, der Sauerstoffmangel im Gehirn, ne? Der macht die Leute so ein bisschen, ja, tippidappi im Kopf, ne? Demnach bist du auf dem Mond aufgewachsen. Ich hab das gesagt, das hat keinen Sinn gegeben. Jetzt warte. Ich hab dir gesagt, das ist gescheiter als wirklich Ding. Vielleicht überlegt sie sich's noch. Also gut, dann geh ich halt weg. Und wie das auf einmal? Walli, was hast du da gerade gesagt? Wenn euch so viel drüber liegt, dann packe ich jetzt meine Sache und verschwind. Ja, Walli. Ja, Walli, bleib da. Da, siehst du, da muss man selber vorbeikommen, damit irgendetwas passiert. Walli, geh her. Geh her. Ich verspreche dir, ich finde für dich ein neues Zuhause, das, wo sich gewaschen hat.
Allerdings habe ich eine kleine Bedingung. Ja, ich hab's gewusst, dass da Haken dabei ist. Was für Bedingung? Ihr müsst mir helfen. Mir ist mein Männerkraut ausgegangen. Dein was? Mein Männerkraut. Das ist ganz wichtig für ein Mittel, das für die Mannsbrüder ist, die wohnen immer. Na ja, ihr wisst schon. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du brauchst so ein Mittel auch nicht. Das braucht ein Mann, wenn sein kleiner Bruder nicht mehr mag. Der Bruder was nicht mehr mag? Was soll ich noch sagen? Wenn der Kompass nicht mehr nach Norden, sondern nur noch nach Süden zeigt. Ich versteh kein Wort nicht. Das ist doch ganz einfach, schau, das ist ein. Das ist gar nicht so einfach, dass man das am Fahrer erklärt. Wenn die Glocken größer ist, als wird der Schwindel. Glocken! Kompass! Von was redst denn es? Also jetzt wird's mir zu dumm. Pass auf. Ich wollte schon bei der Hose noch glauben. Heiliger! Also, mein. Bimbam! Ja. So kann man auch dazu sagen. Und dafür brauchst du das Männerkraut. Verstehe. Und wir können mir dir dabei helfen? Dieses Männerkraut kann nur von zwei gestandenen Mannsbrüdern zupft werden, sonst verliert seine Zauberkraft. Ach so, ein Schmarrn! Also gut. Wenn's hilft, dass du dann verschwindest, dann zupfen wir's aber gleich umgeweiht. Halt, halt nicht so schnell, das kann man nur zu einer bestimmten Zeit machen. Das geht nur um Mitternacht! Ja, glaubst du im Ernst, dass wir mitten in der Nacht in den Wald umeinander kreien, damit bei dir dein Grünzeug zupfen, oder was? Jetzt versteh doch, wenn wir ihn helfen, dann wird's vielleicht nur einsichtiger und verschwindet schneller als wir gedacht. Na gut. Dann machen wir es aber die Nacht, damit ich endlich mehr Ruhe hab. Was, gleich heute Nacht? Ja, so schnell hält jetzt nicht. Die Nacht oder gar nicht, such das raus. Also gut. Ha? Dann heute um kurz vor Mitternacht. Wir treffen uns da und gehen dann gemeinsam zur bitteren Quelle. Wohin? Das sechst dann schon. Also dann, bis heute Nacht. Das ist ein Fett, mein Lieber. Na. Rauskommen, sie sind weg. Das war jetzt knapp. Ja, sag mal, dann muss das ja alles heute Nacht noch passieren. Ich befürchte ja. Ja, dann brisiert's. Ich geh gleich zur Burgl und sag ihr, dass du dir herkommen sollst. Ja, pass auf, dass keiner was merkt. Nein, Tirti. Mei, hoffentlich geht das alles gut raus. Ich glaube, ich muss mich jetzt noch ein bisschen ausruhen, wenn ich heute Nacht noch so viel vorhab. Ich leg mich jetzt da her auf die Bank. Und mach ein wenig Augen zu, bis Burgl kommt. Vielleicht träume ich ja was Schönes. Was Schönes, habe ich gesagt. Nicht vom alten Moser seine Hämorrhoiden. Ja. Und der Burgl, ihre Zehennägel. Das ist besser. Ich muss mit dir reden. Ich weiß schon. Ich auch mit dir. Hat der Lorenz schon geredet mit dir? Ja, schon, aber. Dann weißt du schon alles. Ja, ich weiß das. Wir müssen ein ganz großes Spektakel machen, dass die Leute überzeugt sind. Das ist mir gleich. Ich mach alles, was ihr wollt. Oh, Madel, du zitterst ja. Hast du so viel Lampenfieber? Ja, das brauchst du nicht haben. Das wird sicher alles gut rausgehen. Walli, ich brauch deine Hilfe. Was ist denn los? Ich weiß nicht mehr ein und aus. Das ist alles so furchtbar. Du bist meine einzige Hoffnung. Was macht dir denn so viel Sorgen? Walli, ich glaube, ich bin. Was? Ich krieg ein Kind. Ein Kind? Bist du dir da sicher? Ich glaub schon. Mir ist dauernd speiübel. Na, das sind mir Neuigkeiten. Da kann ich meine Jungfernfußnägel auch wegschmeißen. Und wie kann ich dir jetzt helfen? Ich will das Kind wirklich gern haben, aber ich mag meinem Vater keine Schand machen. Drum darf das keiner erfahren, auch der Lorenz nicht. Ich hab mir gedacht, es war bestimmt nicht das Schlechteste, wenn das Kind so wie ich bei einem guten Menschen aufwächst. Und jetzt hoffe ich heute, dass du mit deinen Zauberkräften wem findest, der das Kleine dann nehmen kann.
Jemand, der genauso anständig ist wie mein Vater. Und da fragst du ausgerechnet mich, wenn du wüsstest, wer ich bin. Du bist die Buckelwalli, die Frau, die immer einen Rat hat. Schau, Burgl. Auch wenn das Kind einen guten Platz findet, vielleicht so einen guten, wie du gefunden hast, und du möglicherweise in der Nähe wohnst und mitkriegst, wie das Mädel aufwächst, meinst du nicht, dass das für dich trotzdem schwer und hart ist? Sicher, aber wenn das das Beste fürs Kind ist, und wie kommst du drauf, dass er Mädel wird? Das war nur so dahergeredet. Wir werden schon eine Lösung finden. Meinst? So wahr ich die Buckelwalli bin. Du hast halt gesagt, wenn man einen triftigen Grund hat, dann kann man den Heiratszauber beschleunigen. Das war doch ein triftiger Grund. Ja, das schon, aber... Dann braucht halt ihr das Kind nicht weggeben. Ihr müsst es halt so lange verheimlichen, bis das der Zauber wirkt. Hat der Lorenz nicht gesagt, dass ich gar nicht was? Ja, nix. Jetzt bleibst du mal bei mir und lernst dir ein wenig an. Und heute Nacht gehen wir ein bisschen Wunder machen. Und dann schaut die Welt morgen gleich ganz anders aus. Okay. Gar nicht, was du hast. So klar sind die doch gar nicht. Zum Schussern haben sie genau die richtige Größe. Dafür schmeckt es bestimmt hervorragend. Ich hab's probiert, selten so was Kreisliches gegessen. Vielleicht gibt's ja noch eine andere Verwendung dafür, außer dass ich's für meine Warzencreme brauchen kann. Was willst du mit den harten Hundshunsten anfangen? Ich kann mir gut vorstellen, dass man sie als Souvenir verkauft. Weißt schon, die gesegnete Kartoffel. Jetzt, wo auf deinem Grundstück seit 14 Tagen so ein Trubel herrscht, wegen der Erscheinung von der heiligen Barbara. Also, ich mein immer nur, dass das die heilige Afra war. Aber so sicher ist sie der Herr Pfarrer auch nicht, weil sie halt ein bisschen Fuhlzeigel dabei gehabt hat. Ja, vielleicht hat sie die eine Heilige von der anderen was ausgeglichen. Also, in den ganzen Krempel kennen. Ja, was sollst du das kennen, gell? Also, da war einmal der Kelch von der heiligen Barbara, der Fichtenzapfer von der heiligen Afra, die Geigen von der Cecilia hat's gehabt und den Kamm von der heiligen Verena. Ein bisschen schwieriger wär's mit dem Brotleib, den sie unterm Arm einzwickt gehabt hat. Der Pfarrer meint, das könnte was von der heiligen Notburga gewesen sein. Das war halt eine ganz fleißige Nothelferin. Schön und gut. Aber was bitteschön ist das für Heilige, die 6 Paar frische Blutwürst um den Hals hängen hat? Die Patronin der Metzger vielleicht? Seit ihrer Erscheinung kommen lauter fremde Leute zu mir. So studierte von der Regierung. Ja, und sogar einer vom Bischof war da und wollte wissen, wie das alles zugegangen ist. Du, und was die alles anstellen. Sogar ein paar von meinen Kartoffeln haben sie mitgenommen. Warum denn das? Das weiß ich auch nicht. Und ein bisschen von meiner Erden haben sie eingepackt. Das Wasser von der Bitterquelle auch? Freilich! Für mich sind das alle Verrückte. Ja, da kannst du froh sein. Jetzt reißt sie die Gemeinde um deinen Grund. Und wenn's gut verkaufst, dann sind deine Sorgen alle vorbei. Du hast recht. Der Bürgermeister rennt mir fast die Tür ein. Der ist so scharf auf Michaelwans Anwesen, dass mir gleich Angst wird. Das ist doch gut, oder nicht? Dann hast du nur Geld. Schon, aber ich will ja nicht weg von daheim. Was soll ich woanders? Das ist mein Heimat. Wer weiß, vielleicht kommt ja was dazwischen. Bis gut, Ferdinand. Ah, grüß dich. Grüß dich, Lenz. Und was gibt's Neues im Dorf? Nicht viel. Die Leute sind aber noch ganz narrisch zwingst der Erscheinung. Besonders mein Vater kriegt sie nicht mehr ein. Die haben gestern im Gemeinderat beschlossen, dass sie bei der Quelle eine Kirche bauen wollen. Auf meinen Grund. Nix wer baut, wenn ich nicht mag. Ja, mein Alter meint, du wärst schon noch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Bin ja froh, dass er mir wenigstens Steuer gestundet hat. Aber ich leg keinen Wert drauf, ein geldiger Zeit. Und ich will nicht weg aus meinem Haus. Ja, das wird aber nicht anders gehen, wenn sie das rumspricht. Die Haufen Leute, die dann daherpilgern, die trampeln dir deinen ganzen Kartoffelacker zusammen. Ich pfeife auf den ganzen Schmarrn. Ja, dafür ist jetzt zu spät. Selbst wenn sie das als Vater Morgana herausstellen darf, dann hätt's doch wieder das Problem mit der Steuer, oder nicht? Und was ist mit dem Sparbüchel für die Burgel? Du hast auch wieder recht. Ich sag's auch, ich hab keinen Glück. Wie es kommt, kommt's falsch.
Ich bin und bleibe Unglücksbauer. Geh, Kilian, das darfst du so nicht sagen. Schau, du hast doch gute Freund. Ein liebes Dichterl. Das stimmt. Du bist auch ein guter Kerl, Linz. Schade, dass du so ein reicher Großbauernbub bist. Sonst wäre ich stolz, wenn du mal meinen Bruder besuchen würdest. Aber wir sind halt einfach zu verschieden, da geht nichts zusammen. Ja, vielleicht kann ich es ja doch einmal ein bisschen besuchen. Das war schön. Aber mach dir keine Hoffnungen. Mein Burgl steht auf keine geldigen Burschen. So, und ich geh jetzt wieder heim. Und sagt der Burgl, sie sollte noch ein paar von meinen verhunakelten Kartoffeln vorbeibringen. Fährt's euch. Der arme Kilian. Ich befürchte, wir haben ihm fast noch mehr Sorgen gemacht, als er zuvor gehabt hat. Und dabei habe ich mir so viel mir gegeben. Selbst das mit der Säge hat funktioniert. Hat zwar ein bisschen schief gelungen, aber es hat doch seine Wirkung nicht verfehlt. Die Kauerin sagt, dass sie heute noch von ihrer himmlischen Musik träumt. Mei, und wer die Burgel mit dem Flaschenzug in Zett gezogen hat, dass wie ein Engel geschwebt ist, das war doch pfundig. Das sollte alles für die Katz gewesen sein. Ja, vielleicht nicht ganz. Wie meinst du das? Ja, nicht so wichtig. Wann bist du denn überhaupt hergekommen? Ja, fragen wollte ich was. Ob ich das ganze Klump von dem Wunder noch brauche? Weil das liegt alles bei uns am Stadelbund umeinander. Außer natürlich die Blutwürst. Wo sind die hergekommen? Ich hab selten so eine himmlische Verdauung gehabt. Du kannst das alles weg tun. Es wird kein zweites Wunder geben. Höchstens ein weltliches. Jetzt redest du wieder so mysteriös daher. Gut, dann schmeiß ich das ganze Klump weg, nicht, dass es noch wer findet. Lorenz, was machst denn du da? Burgl. Burgl, gib mir ein Bussel oder ich kann mein Leben lang nichts mehr essen oder trinken. Das kann ich nicht verantworten, dass du verhungern musst. Bringst du mir die Kartoffeln von deinem Vater? Nein, ich komm nicht von daheim. Ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Du bist ganz blass. Doch, doch, mir geht's schon gut. So kurz am Halt geht in dem Zustand. Was? Was in was für ein Zustand? Was ist denn los? Bist du krank? Sei stark, Wally. Na, Lenzi, es ist alles in bester Ordnung. In bester Ordnung, dass ich nicht lach. Was soll denn das jetzt? Burgl, wenn mit dir irgendwas nicht stimmt, dann will ich das wissen, und zwar auf der Stelle. Sie ist nicht krank. Ganz im Gegenteil. Sie ist zurzeit gesund für zwei. Verstehst du das? Wally! Nein, Wally, das verstehe ich nicht. Was willst du mir sagen? Du musst doch am besten wissen, was du gemacht hast, dass sie sich so fühlt. Was hab ich gemacht? Jetzt raus mit der Sprache! Wally, du hast mir versprochen. Was hat's dir versprochen? Versprochen hin oder her. Dein Schatz ist in guter Hoffnung. In guter Hoffnung, dass wir zwei heiraten können, ja? Das bin ich auch. Ja, bist du so blöd oder tust du nur so? Deine Mama kann sich freuen. Sie wird Oma. Jetzt hat er es kapiert. Das dauert bei den Männern oft ein bisschen länger. Bei denen ist das Sprachzentrum nicht so gut ausgebildet wie bei uns Weiberleit. Ich glaube, ich kriege einen Vogel. Da habe ich geglaubt, du bist ein liebes und ein anständiges Mädel und dann willst du mir ein Kind unterschirmen. Aber Lenz, das tue ich doch nicht. Das habe ich doch nur gesagt. Ja, was ist denn mit dir los? Ich hab gemeint, du hast die Burgl gern. Und jetzt lasst du sie einfach fallen, weil sie ein Kind von dir erwartet. Wally, sei mir nicht besser, aber das geht dir eigentlich ein Scheißtrigo. Wie redst denn du mit mir? Schließlich bin ich der Burg hier. Ihr was, ha? Ihr Wiederhex. Ihr Beistand. Und du bist das größte Rindfisch, wenn du das Mädel jetzt mit deinem Kind sitzen lässt. Mit meinem Kind? Dass ich nicht lach, soweit ich weiß, gehört zum Kindermacher oben und zwei dazu. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas dazu da hätte. Ja, zuerst einen Rahmen abschlecken und dann mich nicht sauer werden lassen. Du, Wally, ich bin nicht blöd. Ah. Und ich weiß ja, dass nicht der Klapperstorch die Kinder vorbeibringt. Aber ich weiß nicht, dass zwischen der Burgl und mir irgendwann mal geschnackelt hätte. Und die unbefleckte Empfängnis wird auch nicht gewesen sein, oder? Aber dann hätten wir ja endlich unser Wunder im Dorf, die scheinheilige Burgl. Du bist und bleibst ein Madler aus Schmierer und Kammerfinster, hallo, Trin. Jetzt hört's einmal zu. Verschwind! Ich wollte dich nicht mehr sehen in meinem Wald. Dies brauche ich mir von dir, alten Hexenlüglerin, nicht sagen lassen, gell? Und du, von dir hätte ich das auch nicht erwartet. Ich glaube, du bist ehrlich zu mir, aber du bist genauso eine Dorfschlampen wie die anderen auch. Lorenz, bleib da! Aber Wally, das habe ich doch nur erfunden. Und ich wollte, dass du ein bisschen schneller zauberst. Ja, das kapiere ich jetzt auch schon langsam. Mei, das mit dem Kinderkriegen, da kennst du dich noch gar nicht aus, gell? Nein. Ich muss ja noch. Bleib da. Besser nicht.
Solange sie nicht beruhigt hat, machst du das nur noch schlimmer. Wir gehen jetzt rein in meine Hütte und da mache ich dir einen guten Kräutertee für die Nerven. Und dann reden wir noch mal über die ganze Geschichte. In Ruhe! Und ich brauche jetzt einen Schnaps. Keiner da. Na, warte, bis kommt. Mir schwirrt mein ganzer Kopf. Hey, grüß dich, Johannes. Grüß dich, Walli. Ja, was ist denn dir mit Leber gelaufen? Hab ich schon wieder was falsch gemacht? Wenn's wegen dem ist, wenn ich da wegziehe, dann muss ich. Du musst nicht fort. Kannst bleiben für immer, wenn's magst. Wieso jetzt das? Und was macht's dann mit euren ganzen hochkatholischen Wallfahrern? Sie hat keine gegeben. Die Sache ist vom Tisch. Warum denn das? Was ist denn passiert? Weil's Ordinariat meint, dass das kein richtiges Wunder nicht war. Was? Na doch, schau her. Brief vom bischöflichen Ordinariat. Sehr geehrter Herr Pfarrer. Na, wo steht's denn? Sind wir zu der eindeutigen Ansicht gekommen, dass es sich bei Ihrem beschriebenen Ereignis mit Sicherheit nicht um ein Wunder oder eine Heiligenerscheinung handelt. Dabei habe ich es doch mit eigenen Augen gesehen. Diese Schreibtischtheologen, die haben doch keine Ahnung nicht. Und da sind die vielen unterschiedlichen Utensilien nicht nur ungewöhnlich, sondern auch unpassend. Also die Blutwurst habe ich auch nicht verstanden. Damit ist abschließend zu sagen, dass wir bla 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 keinen Wallfahrtsort befürworten. Das ist ja wohl das Letzte. Da mache ich mir so eine Arbeit und lege eine perfekte Inszenierung hin. Na gut, das mit den Blutwurst war ein bisschen viel. Aber der Lorenz, so eine schöne Musik hat er gemacht und das Feuerwerk und das Licht. Sogar ich war ganz verzaubert. Und die Burgel hat so heilig reingeschaut. Und da wollen die von dem blöden Ordenrat jetzt sagen, sie glauben kein Wunder, die haben doch keine Ahnung. Die Burgel war die erschienene Märtyrerin. Ja, wer denn sonst, wenn's die hätte mit eingestellt? Red weiter! Das ist ja hochinteressant! Bitte schön, sag, dass du in der letzten Minute Torrad warst und nichts verstanden hast, was ich da dahergeredet habe. Tut mir leid, Walli, aber ich habe jedes Wort verstanden. Bloß den Grund, warum du mich alle zum Narren gehalten hast, den muss man noch verraten. Ich wollte doch nur dem Kilian helfen, dass er zu ein bisschen Geld kommt. Mei, bist du eine gute Haut. Ich habe immer gewusst, dass du tief in deinem Innern eine reine Seele hast. Seit wann bist du so nett zu mir? Und seit wann habe ich eine Seele? Ich bin doch eine Ex. Ein Mensch bist du. Und recht aufs Kraut bist du auch. Wer sonst hätte das Ganze veranstaltet, bloß um einem armen Kartoffelbauer zu helfen? Sicher, ich bin neigefallen. Aber das verzeih ich dir. Warst du jetzt schon beim Wirt? Bist du besoffen? Vergebung ist die reinste Tugend. Du bist halt irgendwie komisch drauf. Walli, ich finde, du bist halt besonders hübsch. Aha. Macht das Zölibat blind? Ich steh grad fest, dass du was ganz Besonderes bist. Wenn du eine neue Pfarrersköchin brauchst, ich steh nicht zur Verfügung, dass du's gleich weißt. Ich brauch keine neue Köchin nicht. Apropos. Weißt du, wie es Kindermacher geht? Aber sicher weiß ich das, Walli. Was für eine Frage an einen Pfarrer. Ja, da drin sitzt nämlich ein 20-jähriges Dirndl, das meint, dass mein Kind allein schon vom Puzzeln kriegen kann. Nein, in dem Alter war noch nicht einmal ich so naiv. Ja, das darf ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Und warum verzeihst du mir das Ganze? Ja, so wie es ausschaut, braucht das Dirndl auf jeden Fall eine kleine Nachhilfe in Sachen. Sprich's nicht aus, ich weiß schon. Wer ist es denn? Und warum muss ich das machen? Das Madel ist die Burgel. Und du bist der Richtige, weil du ein Mo bist. Was bin ich? Ein Mo? Ach so. Aber in dem Fall bin ich, glaube ich, der Falsche. Warum machst du das nicht? Hä? Du hast doch da viel mehr Erfahrung.
Du hast ja schon in der Schule versucht, mir alle einen Kuss zu geben. Also, warum nicht? Das geht nicht, weil die Burgl mein kleines Dirndl ist. Sag das nochmal. Stehst du eigentlich immer unter dem Beichtgeheimnis? Wenn mir wer sagt, dass das ein Beicht ist, dann schon. Also gut. Dann ist jetzt alles, was ich dir sage, eine Beichte. Du hast schon richtig gehört. Ich bin der Burgl, ihr Mutter. Aber ich warne dich. Sie weiß nichts davon, dass ich ihr Mutter bin. Das bleibt unser Geheimnis. Du hast also ein Kind. Findest du nicht, dass du schon ein bisschen alt bist dafür? Die Sarah war 90, wie sie Isaac gekriegt hat. Und ich damals gerade 40. Ich sag schon nichts mehr. Aber du hast das hergegeben. Was glaubst du, wie das Mädel behandelt worden wäre, als Tochter von einer buckelten Hex? Der Vater war schnell über alle Berg. Was hätte ich denn machen sollen? Und das war sicher das Beste für sie. Den Kilian habe ich mir schon ganz genau rausgesucht. So, und jetzt geh rein und klär sie auf. Aber nicht zu viel, verstanden? Keine Angst, ich bin ja Pfarrer, ein Mann Gottes. Jetzt muss ich nur noch das Rindviech von Lorenz einfangen. Ui, das ist eine pfundige Idee. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist? Ja, jetzt musst du schon weiterreden, sonst geht dir die Spur nicht. Ja, das ist unser Pfarrer mit der Burgel. Okay, Moserin. Du musst schon etwas sagen, was auch wirklich da ist. Ja, und wie das wirklich da ist. Ha? Ja. Was, wir? Lass mich auch schauen. Ja, ich kann das nicht genau erkennen, aber das ist mit Sicherheit die Burgel. Jetzt geh weiter, tu mir deine Brauereiorschaft Zeit nicht mehr. Ja. Mal schau, und den Arm hat er so um sie rumgelegt, gell? Das ist ja wirklich unser Herr Pfarrer. Was deren denn die da? Nach Stricker schaut das nicht aus. Ja, aber du wärst doch nicht glauben, dass die Burgel und unser Hochwürden. Ja, ich glaub gar nichts, aber die Fakten sprechen für sich, gell? Ja, und jetzt schau, jetzt macht er auch noch so komische Bewegungen mit der Hand. Du, die schaut ja fast so aus, als ob er ihr erklärt wie. Karin macht Augen zu, das ist bloß für Erwachsene. Ja, das ist ja besser, wenn du das nicht siehst, gell? Mei, wie interessant. Mei, der kann halt gut mit seinen Händen so erklären. Ja, woher kennt denn unser Herr Pfarrer solche Sachen? Was sind wir Sachen? Also, Karin, ich glaube, wir haben unseren Pfarrer sauber unterschätzt. Also, ich jedenfalls werde gleich nächste Woche um ein persönliches Beichtgespräch bei ihm bitten. Au! Aua! Ui, ah. Ich verstecke. Ah. Jetzt sträub dich nicht so, sonst reiß ich dir dein Ohrwaschen doch mal aus. Los, mich aus! Ah, ich will nicht mit der Burgel reden. Und ob du das willst? Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt noch soll. Das ist doch schon alles ausgeregt. Gar nichts ist ausgeregt. Doch, die Burgel kriegt ein Kind und das ist gewiss nicht von mir. Was? Das ist ein Start, jetzt wird es immer interessanter. Du brauchst dich nicht mehr so verteidigen. Ich weiß schon, dass du dich dem Mädel gegenüber anständig verhalten hast. Du hast die Wahrheit gesagt. So, hat sie es zugeben. Ich hab nicht gelungen und ich war immer ein Kavalier. Schließlich habe ich das Mädel so narrisch gern. Nicht umsonst wollte ich es heiraten. Mei, das ist nicht ein Ton und ich batsch da nicht, dass du nicht weißt, ob du katholisch oder evangelisch bist. Aber das kannst du doch immer noch. Ja, freilich, mit einem fremden Kind. Wenn du sie wirklich gern hast, dann darfst du ihr das möglicherweise verzeihen. Verlangst aber einiges. Ja, so schnell kann ich das nicht entscheiden, da darf ich schon noch drüber nachdenken, oder? Aha, du denkst also drüber nach. Ja, freilich. Wer immer der Vater ist, das kann nur so ausgeschaut der Hami sein, der das Mädel ausgenutzt und überrumpelt hat. Die Burgel selber ist wahrscheinlich am allerwenigsten schuld an dieser Geschichte. Ja, wer meinst jetzt du, dass der Vater ist? Der Pfarrer weiß zumindest, wie es geht. Lorenz, jetzt bin ich endgültig davon überzeugt, dass du der Richtige für mich die Burgel bist
Und darum werde ich dir jetzt einmal was sagen. Die Burgl ist nicht nur unschuldig, sie ist auch ganz unbefleckt. Mei, eine unbefleckte Empfängnis. Und das bei uns im Dorf. Wie meinst du das? Ich meine, dass sie gar nicht schwanger ist. Das war alles nur, naja, sagen wir einmal, ein Irrtum. Ist das der Ernst? Na, wenn ich es dir doch sage, es ist alles in bester Ordnung. Sie kennt sie heute halt noch nicht aus. Sie hat scheinbar nur was falsch gegessen. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Wally, wenn das stimmt, dann wird ja doch noch alles gut. Da druck mich nicht, ich bin immer die Jüngste. Aber wenn es unbedingt willst, dann kannst du mir ja Puzzle geben. Mit der größten Freude. Da ist ja das falsche Luder. Und du, Lorenz, lass sofort die alte Hex aus, oder willst du das Maitrekert machen? Mutter, was machst denn du da? Vater hast du auch gleich mitgebracht. Ganz recht, und du schaust das oben, kommst du? Ich kann mich hinstellen, wo ich will. Und über die Walli lasse ich nichts kommen, das ist eine gute Haut. Da gehst du, hab ich gesagt. Du bist ein bisschen Bauer. Und in Zukunft hast du mit solchen da nichts mehr am Hof, hast mich. Lass den Buben doch machen, was er will. Du bist Gangstatt. Du bist die Schlechteste. Das Hinterfotzigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben kennengelernt hab. Du bist der Schuld an der ganzen Geschichte. Was für eine Geschichte? Da! Was denn für mit dem ganzen Krempe da! Hab ich heute bei unserem Stadelbohnen umgefunden. Zuerst hab ich nicht gewusst, was das alles soll, aber dann ist mir Licht aufgegangen. Lorenz, wie kommt denn das ganze Graffiti zu unserem Stadelbohnen auf? Hast du etwa gar mit der unseligen Erscheinung von vor 14 doch was da, hä? Das ist doch das Gewand von der komischen Heiligen, hab ich recht. Jetzt geht's uns an den Kragen. Ja, weil jetzt meine ich, sind wir aufgeflogen. Ja, nicht ihr seid aufgeflogen, sondern bloß die alte Hex da. Wir werden selbstverständlich kein sterbendes Wort darüber verlieren, dass unser depperter Sohn da auch mitgemacht hat. Nein, das soll die Walli ganz allein auslöffeln, hast du? Was auf, was sagst? Und ich verwandle euch alle in Latter, in Latter! Hör doch auf mit deiner Rumfuchtelei, auf dein Zauberformen nimmer nein. Ich kann wirklich hexen, wart's nur ab! Wenn du wirklich hexen konntest, dann hättest du das ganze Theater nicht dafür stehen müssen. Walli, lass doch gut sein. Das bringt doch jetzt alles nichts mehr. Ja, es stimmt, wir haben die heiligen Erscheinungen bloß vorgespielt, es gibt kein Wunder. Ja, da ist das Ordinariat ganz von selber draufgekommen. Über den Briefkrieg verdiene ich. Aus ist es, nix ist. Nix ist mit dem Wallfahrtsort. Sowas wie die, das müssen wir davor jagen. Oder noch besser, einsperren. Wir rasen gleich mit dem Verbrenner auf dem Scheiterhaufen. Das ist eine gute Idee. Schamt euch, und das ist gleich wisst, ich werde heiraten, und zwar die Burgl, und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Was? Das Strutschall von dem Kartoffelbauern? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und ob? Und wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr mich ja enterben. Das wird schneller passieren, als du Dinge kannst. Wo ist denn der Herr Pfarrer? Kilian, du störst. Erstens ist der Pfarrer nicht da. Und zweitens, lass dir ein für alle mal gesagt sein, ich habe kein Interesse an deinem Kartoffelacker. Morgen ist das Geld da. Das ist mir wurscht, wie es zusammenbricht. Schon recht, Bürgermeister, aber wo ist denn jetzt der Herr Pfarrer? Da drin ist er. Was macht's denn es da? Das ist gar nicht so wichtig. Was der Herr Pfarrer macht, das ist wichtig. Was macht denn der Herr Pfarrer da? Da der ist da drin und hat... Und hat alles mitgehört, was da draußen vor sich geht. Die Plärerei war ja nicht zum Überhören. Die Burgl hat fast nichts verstanden von dem, was ich ihr gesagt habe. Was? Die Burgl ist auch da? Ja, die ist auch da. Burgl? Lenzi! Lenzi! Ja. Ja, schaut euch gar nicht, Herz auf mit der Rumwusselei! Die sind nicht zum Lass du das arme Kind aus! Die ist nichts für dich, du hast was Besseres verdient! Du meinst was Reiches, stimmt's? Ja, ja. Ein Madel, die sie eigenes Geld mitbringt und wo ich sicher sein kann, dass sie nicht scharf ist auf die Sache von meinem Buben. Dann dürfen sie ja eigentlich gegen mein Madel nichts haben. Wir dürfen denn das verstehen, hä? Ich hab große Neuigkeiten. Ich hab gerade einen Brief gekriegt vom Bezirksamt und die schreien mir, dass sie nach der Untersuchung von den Bodenproben und dem Quellwasser festgestellt hab. Aber was ich sag vor. Können wir Ihnen mitteilen, dass es sich bei der auf Ihrem Grundstück befindlichen Quelle um eine hochwertige, bewiesenermaßen effektive Heilquelle handelt? Gewalt dazu her, das muss ich selber lesen. Das ist ja ein richtiges Wunder. Heißt das, dass es jetzt aus dem Schneider seid?
Mei, wer hätte das gedacht? Dann wird unser Dorf kein Wallfahrtsort, sondern ein Kurort. Ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. So schnell schießen die Preise nicht, gell? Da meine ich, hat mein zukünftiger Schwiegervater auch noch Wertal mitzureden. Na, Bürgermeister, ist die Burgel jetzt nicht gleich viel attraktiver als Schwiegertöchterl? Ich habe nie gesagt, dass sie nicht so attraktiv nur war, ne? Je weiter alt ist, die nicht so rum macht was. Der Killer hat die Heilung Geldquelle. Ja. Madel! Komm an die Parust deiner zukünftigen Mutter. Hast ja immer auf eine verzichten müssen. Jetzt hast ja mich. Kilian, da kann ich auch nicht so sein. Lass uns Frieden schließen, damit wir dem Glück unserer Kinder nicht mehr im Weg stehen. Geh weiter, Schluckei. Das geht jetzt schon ein bisschen schnell. Ja, also, Burgel, willst du den Lenz wirklich haben? Ja, Papa, den und keinen anderen. Also gut, wenn das offensichtlich das Glück von meiner Burgel ist, mach halt eingeschlagen. Eingeschlagen? Da hast du deine Quelle wieder. Das ist wieder ein Wunder. Ja. Ich muss nicht wegziehen. Die Burgel kriegt der Sparbürgel. Eine Hochzeit steht ins Haus und meine Schulden bin ich alles. So wie ich dir das gesagt hab. Ich hab doch gewusst, Walli, dass der Hexerei was hilft. Ganz gleich, wie du das auch angestellt hast. Weißt, die inszenierte Heiligenerscheinung war die eine Sache, aber dass es bei der Bitterquelle hab stattfinden lassen, eine andere. Weil als Hex kenne ich mich mit Heilkräutern und Heilwassern ja aus. Ja, und ich darf jetzt sagen, dass wir alle zum Biggelbauer in sein Wirtshaus gehen und die Verlobung feiern und die Entdeckung von der Heilquelle. Das ist eine gescheite Idee. Komm, Karin, lass uns auf die Kosten anderer amüsieren. Ja, das tust doch du allerweil. Der kannst du nicht lumpen lassen. Nix da. Die feiern es halt immer der Brautvater. Das ist sehr vernünftig, ja. Das ist gut. Weil ich habe in Zukunft einen Haufen, gell? Ja. Bürgermeisterin, hast du nicht einmal gesagt, dass du eher dem alten Moser sein Hintern einschmierst, bevor dein Bub das Armenhausmadel heirat? Da, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, und was ist mit dir, Walli? Kommst du auch mit? Na, Pfarrer, geh noch zu, ich hab da nichts verloren. Na, wie du meinst. Aber eins verspreche ich dir. Ich werde deinen Ruf als Hex wiederherstellen. Ein paar heftige Predigten von der Kanzel gegen dich und deine Hexerei und die Leute werden die Tüten wieder einrennen. Das verspreche ich dir. Du bist und bleibst der Schlitzohr, dank dir recht. Und ihr zwei verliebte Schneckerl, ihr macht euch jetzt auch auf den Weg. Ja. Weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ohne die waren wir nie da, wo wir jetzt stehen. Ich hab doch gar nichts da. Doch. Und ich glaub, du kannst doch ein bisschen zaubern. Wie hätte ich sonst so kommen können? Naja, vielleicht weißt du das ja selber nicht. Du bist was Besonderes, Walli. Ja. Besonders blöd bin ich manchmal. Also, jetzt verschwind's endlich. Ja, wir gingen ja schon. Bis auf unsere Hochzeit. Da kommst du vielleicht schon, gell? Und wenn ich dich mit dem Kalbestrick hinziehen muss. Vierte Walli. Vierte Walli. Vierte Burgel. Mein Dirndl, wenn du wüsstest, wäre ich mich für dich frei. Ein Kreuz ist schon im Leben. Aber sie wird glücklich, da bin ich mir ganz sicher. Na, Fidibus, bist wieder da. Kater. Es sind Dinge passiert, das glaubst du gar nicht. Fast ein bisschen früh für einen Tag. Ah, jetzt bin ich müd. Walli, darf ich dich noch einmal stören? Mein Kind, hast du mich jetzt aber erschreckt. Was ist denn? Du bist gar kein Hex, gell? Nein, aber das hätte der Lorenz dir schon noch verraten. Der hat das gewusst. Da ist mir halt auf die Schlicht gekommen. Dann brauche ich ja gar keine Angst mehr haben. Jetzt habe ich nur stärker so ein seltsames Gefühl. Aber nicht schon wieder, dass du ein Kind kriegst vom Händewaschen oder so. Nein. Jetzt bist du wieder wie früher. Aber vorher, ich weiß auch nicht, als wir zwei vorhin allein in deiner Hütte waren, da hast du so ganz anders mit mir geredet. Mehr so, wie ich immer geglaubt habe, dass eine Mutter mit ihrem Kind redet. Walli,
Da ist in mir oder habe ich da was gespürt? Burgel, du kannst gern glauben, dass ich vielleicht mehr bin für die. Und ich traue mir ein bisschen davor. Aber glaub mir, Dirndl, selbst wenn es da noch was anderes zwischen uns gab, dann... Was dann? Dann war das nicht gut für die. Aber wer immer an meiner Mutter ist, ich bin mir sicher, dass sie damals keinen anderen Ausweg gesehen hat. Sie hat wahrscheinlich nicht so viel liebe Menschen um sie rum gehabt wie ich. Und sie hätte keinen besseren Ziehvater als den meinigen finden können. Du hast recht. Ein guter Mann bleibt da immer ein guter Mann. Und eine Hex bleibt in die Augen von den Leuten immer eine Hex. Aber mir war das doch wurscht, was die Leute sagen. Ja, aber mir nicht, Burgel. Glaub mir, die Welt ist nicht so verständnisvoll, wie du meinst. Außerdem war das doch alles nur so dahergeredet. Du täuschst die Madel. Ich bin nur eine gute Freundin für den Rest deines Lebens. Du hast einen rechten Vater und einen wunderbaren Mo an deiner Seite. Geh zu deiner Familie und leb dein behütetes Leben. Gut, Walli, dann habe ich mich wohl geirrt. Aber ich verstehe das schon wirklich. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit, ich hab Geduld. Und wenn du mir irgendwann was sagen willst, dann bin ich da. Bis bald, Walli. Bis bald, Burgel. Du bist das so ein feiges Rindviech. Flunkerbeeren und Schwindelgras, Wahrheitskraut und Lügenmoos, Gewissenswurm im Hexenhaus, die ganze Wahrheit muss jetzt raus. Ja, Fidibus, ich gehe ja schon noch. Wart, Burgel, ich muss dir doch was verzeihen. Thank you.